Mit der Hilfe des Sylphscopes war es uns ja möglich, hier die Geister, also die wahre Gestalt der Geister, im Pokémon-Turm zu Gesicht zu bekommen. Und ja, deswegen haben wir auch die Seele von Dragossos Mutter gefunden. Und wir konnten auch den alten Mr. Fuji im Pokémon-Turm finden. Aber Team Rocket hat sich uns auch in den Weg gestellt. Und ja, da sind wir ja noch weiterhin auf der Spur, was die so genau vorhaben. Denn die wollen ja die Sylph Company übernehmen und das müssen wir hier verhindern. Sie haben ja auch gesagt, wo sie sich aufhalten werden und da werden wir jetzt gleich mal hinschauen. Aber zuerst kämpfen wir gegen diesen Rollenspieler hier. Aber trotzdem Leute, vielen, vielen Dank bei dir fürs Einschalten. Freut mich, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Pokémon Let's Go Pikachu hier beim Kanal. Ja, mal schauen, was sich so hier in der neuen Stadt finden lässt, wo wir gleich mal hinschauen werden. Zuerst müssen wir aber dieses Rihorn hier bekämpfen. Ich habe da wirklich das falsche Pokémon drin. Ja, und Hornbohrer ist keine geile Attacke, muss ich sagen. Denn ein Hornbohrer fügt einen K.O.-Treffer dazu, was so viel heißt, wie dass das Pokémon einfach mit einem Schlag weg ist. Und das finde ich gar nicht gut. So, wir wechseln hier Duflor ein. Das sollte hier bessere Chancen gegen dieses Rihorn haben. Deswegen einfach mal Rasierblatt einsetzen. Und ich hoffe, es ist schneller als der Hornbohrer. Ja, das ist sehr effektiv. Und ja, Rihorn wurde besiegt. Und zum Glück hat dieser Rollenspieler ja nur ein Pokémon. Deswegen haben wir diesen Kampf gleich mal gewonnen. Ich muss meine Pokémon stärker trainieren, denn irgendwie haben alle Trainer und auch alle Mitglieder von Team Rocket momentan stärkere Pokémon als ich selbst. Ja, da muss ich was tun. Trotzdem gewinne ich hier noch jeden Kampf, deswegen halb so schlimm. So, wir schauen kurz mal in den Beutel und auf die Karte, wo wir jetzt eigentlich genau hin müssen. Denn ja, wir haben ja Team Rocket besiegt und Team Rocket, ja, schwafelt ja von ihren Plänen gleich immer vor mir. Deswegen wissen wir, dass sich hier, Team Rocket auf dem Weg nach Safronia City gemacht hat, um hier die Sylph Company, ja, sich an den Nagel zu reißen, unter den Nagel zu reißen. Und da werden wir gleich mal hinschauen. Da wurde uns ja letztens der Weg versperrt. Und zwar von diesem, ja, von diesem Wächter hier. Aber er hat uns ja erzählt, er bräuchte etwas Tee. Und wir haben hier zufällig in Prismania City Rocco getroffen. Den Arenaleiter von Memoria City. Und der hat uns dann einfach eine Tasse Tee gegeben. Und die werden wir hier gleich mal diesen, ja, armen Wächter, beziehungsweise, ja, ich nenne ihn mal Wächter hier geben, in der Hoffnung, er lässt uns durch. Falls nicht, müssen wir uns einen neuen Plan überlegen. So, Fukano, apropos Fukano, ich habe einen Feuerball in der letzten Folge gefunden, oder in der letzten Folge, ich weiß nicht in welcher Folge, und den werden wir einsetzen, diesen Feuerstein, um hier Fukano zu entwickeln, zu einem Arcani, denn ich finde einen Arcani einfach mega, mega, mega cool, so. Feuer sehr, sehr effektiv gegen Stahl-Pokémon. Deswegen ist dieses, ja, kleine Magnetilo hier ein leichtes Spiel für uns. Fukano erreicht Level 26. Ja, Fukano, ich muss dich unbedingt trainieren. Ansonsten wird es hier wirklich, wirklich, wirklich schwierig, die nächsten Kämpfe hier zu gewinnen. Ach, dass Pikachu schon wieder von diesem Hornbohrer zum Opfer gefallen ist, ist irgendwie nervig. Aber wir sind ja auch gleich mal in Safronia City und da gibt es auch mal ein Pokémon-Sender. Schnüff, schnüff. Dein Tee riecht wirklich verlockend. Wie bitte? Du schenkst ihn mir. Wow, das ist aber nett von dir. Danke. Gluck, 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 pur. Das tut gut. Du willst nach Safronia City? Stimmt's? Dann geh ich. Lass dich durch. Ich werde den Tee mit den Wachmännern an den anderen Toren teilen. Okay, was für ein, ja, vorbildlicher Herr, der gleich mal den Tee mit den anderen teilt. Oh, da ist ein Typ von Team Rocket. Aber, ja, reden wir mal mit denen, was er so sagt. Wir sind ja auch von Team Rocket. Wir haben zumindest das Outfit davon. Gab es im Geheimversteck von Team Rocket. Sieht ziemlich, ziemlich cool aus, aber werde ich bald mal wechseln. Aber mal schauen, was er zu sagen hat. Was hat gesagt, dass die ganze Stadt Team Rocket gehören wird? Okay, aber ich will eher hier die Sylph Company finden. Oh, okay, da ist eine Arena, da steht jemand von Team Rocket davor. Was ist das hier? Kampf-Dojo. Okay, da ist Augendurchgang. Ja. Safronia City ist ja eine richtig große Stadt. Was willst du ab? Okay. Eigentlich suche ich hier nur ein Pokémon Center, um mein Pikachu hier zu heilen. Ah, es sind wirklich viele, viele, viele von Team Rocket da. Ja, mal schauen, wo sich hier das Versteck befindet. Aber zuerst mal hier heilen. Ja, bitte. Schwester Joy, nimm Pikachu und heile es bitte. Hornbohrer, es gibt ja die ein oder andere Attacke, das sind so K.O.-Attacken. Wenn die treffen zwar nicht oft, doch wenn sie treffen, dann ist das, ja, Pokémon, das getroffen wurde, einfach K.O. Deswegen auch K.O.-Treffer, egal wie stark das gegnerische Pokémon war.
man ist einfach K.O. und das finde ich richtig, richtig, richtig krass. So, hast du hier was? Sophronia sind die gehört Team Rocket. Ja, toll. Gibt mir hier irgendjemand Hinweise, wo ich da rein muss? Ah, was ist denn das hier? Trainer-Fanclub. Hört sich nicht nach einer Sylph-Kampagne an. Schauen wir mal hier durch, was es hier alles so gibt. Das wird wohl ein etwas größeres Ding sein. Ich will da nicht in ein normales Haus reinplatzen. Oh, das sieht etwas... Oh, ah, okay, da haben wir sie schon. Also, das ist durch die Höhe. Lass uns gefälligst durch. Nein, nein und nochmals nein. Ich nehme meinen Wachdienst ernst und habe strikte Anweisungen. Kein Zutritt für Unbefugte. Unbefugte? Na hör mal, wir gehören doch zum selben Team. Jetzt reicht's. Meine Geduld ist am Ende. Da hast du deine Befugnis. Okay. Jesse, warte auf mich. Okay, was ging hier vor sich? Anscheinend, ja, haben sie denn einfach überrumpelt. Ist das die Sylph Company? Ich schätze mal, Hauptsitz der Sylph Company. Na gut, schauen wir da mal rein. Wir hätten ja auch in Prismania City bereits eine Arena machen können, aber die haben wir ausgelassen, aber na gut. Hey, du da. Die Arena werden wir natürlich nachholen, müssen wir ja noch machen, wir können keine Arena auslassen. Tut mir leid, aber in unserer Firma geht es im Momentan etwas turbulent zu. Für Kinder ist es hier einfach zu gefährlich. Ach, jetzt haben sie sich doch nicht so. Eine kleine Besichtigung ist doch sicher drin. Ah, mein Rivale. Und... Blau. Lenny, ich hab dich schon gesucht. Was machst du denn hier? Nun ja, Team Rocket heißt... Es heißt, das Gebäude wurde besetzt. Als hätte ich's geahnt. Die Typen von Team Rocket führen immer und überall nur Böses im Schilde. Du triffst den Nagel auf den Kopf, Gray. So langsam wird es Zeit, dass jemand die Pläne dieser Verbrecher ein für alle Mal durchkreuzt. Ja, ganz meine Meinung. Gut, dann sollten wir gleich mal besprechen, wie wir das anstellen. Also der Plan lautet wie folgt. Danny, du nimmst dir diese Loser von Team Rocket zur Brust und vertreibst sie aus dem Gebäude der Sylph Company. Alleine könnte es allerdings etwas gefährlich werden, also sollte Gray dich auf jeden Fall begleiten. Einverstanden? Klingt gut. In der Zwischenzeit werde ich ganz Kanto nach Team Rocket durchforsten und mir jeden Rüpel vorknöpfen, der mir in die Quere kommt. Vielleicht schaffe ich es so, rauszufinden, wo sich ihr Boss rumtreibt. Außerdem werde ich der Pokémon League einen Besuch abstatten und den Obermotzen dort von Team Rockets Machenschaften erzählen. Geniale Idee! Vielleicht helfen wir uns ja sogar die Top 4. Wer weiß. Dann könnten wir uns ja eigentlich aufteilen und den Plan in die Tat umsetzen. Aber zuerst, Danny und Gray. Bevor ich euch zwei Grünschnäbel hier einfach allein lassen, muss ich mir sicher sein, dass ihr überhaupt das Zeug dazu habt, euch mit diesen Typen anzulegen. Was? Wir kämpfen. Mir schnuppe, wer von euch anfängt. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Okay, können wir nicht einfach einen Doppelkampf machen? Ja, ich will gegen dich antreten, aber wahrscheinlich hast du wirklich sehr, sehr starke Pokémon, lieber Blau. Und ja, schauen wir mal, ob wir das gewinnen. Pokémon-Trainer Blau fordert dich heraus. Ich weiß nicht, ich finde den Namen so unpersönlich. Wow, er hat einen Pokéball. Ja, da habe ich mir... Ich hatte eigentlich nicht so... Wow, Level 38. Na gut, schauen wir mal, was Slam hier so anrichtet. Psychokinese. Ah, das Teil ist an Psychoattacken. Ja klar, easy. Mein Pikachu wird natürlich per One-Hit besiegt. So, Fukano. Wir wechseln dich mal ein. Ja, Fukano ist ja ein Feuer-Pokémon, aber vom Level her ist nicht so der Burner, muss ich sagen. Wahrscheinlich, ja, Kokowai schneller und zerstört natürlich hier mein Fukano. Fukano überlebt das nicht, ist auch ganze 11 Level darunter. Aber schauen wir mal Taupoga an, ob da was drinnen ist. Normal ist ja auch, das ist ja ein Pflanzen-Pokémon. Taupoga ist ja Flug, da können wir bestimmt was mit... Flügelschlag anrichten, aber Kokowai ist einfach viel zu schnell. Boah. Aber das Pikachu mit dem beim ersten Mal drauf ging, das finde ich gar nicht so geil, muss ich sagen. Ja, schauen wir mal Sandama. Das Problem ist, Kokowai ist halt viel, 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 viel zu stark. Verdammt, Leute. Wir müssen da auf alle Fälle mal. Ich setz mal Giftstachel ein. Ja, ansonsten müssen wir hier unsere Pokémon trainieren gehen.
Ja, blau hat sie hier wirklich, wirklich drauf, aber vielleicht schaffen wir sie noch. Tuflor. Einwechseln, Claro. So, Tuflor, du schaffst das. Naja. Ja, wenn ich hier was mit Schlafbude oder so machen könnte, was wir hier leider nicht können, dann wäre das cool. Aber schauen wir mal. Geht das irgendwann mal daneben? Das ist sehr effektiv. Auch noch. Oh, okay. Snowbillycat, was hast du so drauf? Ich meine, wir müssen jetzt fast Pikachu wieder zurückholen, aber mit seinen, ja, Beutel, dann holen wir uns hier mal einen Beleber, setzen das ganze gute Stück ein und holen hier Pikachu zurück. Es wäre natürlich auch noch cool, Fukano zurückzuholen. Ja, das ist wieder Psychokinese, ein was auch sonst. Wie schnell das Level 38, wo hat der Typ auf... Ja, hatte ja das letzte Mal ein Owei. Deswegen, ja, ja, ist es auch irgendwie naheliegend, dass er jetzt ein Kokowei hat, aber dass es so stark ist. So, Pikachu, setz einfach... Ja, komm, setz Donner ein. Yes! Es trifft, aber... Ich glaube, es ist nicht sehr effektiv. Es ist, ja, es ist ein Pflanzen-Pokémon. Sind wir weg vom Fenster. Das ist unsere erste Niederlage. Das ist die erste Niederlage, Leute, im Pokémon Let's Go Pikachu. Und die müssen wir jetzt wirklich einstecken. Und jetzt müssen wir mal Pokémon trainieren. Ich glaube, wir müssen jetzt auf alle Fälle Pokémon trainieren. Am besten mit Fangen, denn ich finde, mit Fangen bekommt man viel, 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 viel leichter Erfahrungspunkte als hier ja, mit Kämpfen, aber na gut. Ja. Ja, Leute, ich würde sagen, ich begebe mich jetzt zurück auf eine Route, um hier ein paar Pokémon zu fangen. Ich glaube, ich weiß schon auch, in welche Route ich mich hier begebe, aber ich würde sagen, nee, das machen wir das anderes Mal. Ich würde sagen, ich beende hier dieses Video. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Ich muss stärker werden, damit wir hier gegen Blau erstmal gewinnen können, bevor wir hier uns Team Rocket stellen. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Ciao.